Yo, 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 herzlich willkommen hier im Whiteside Shop. Ja, der Coronavirus ist in Deutschland. So, wir merken das. Wie bekloppt wird bei uns Atemschutzmasken bestellt. Und ich habe mal geguckt im Internet, es ist unfassbar. Billigmasken, die vorher 6 Euro gekostet haben, kosten jetzt um die 30 bis 60 Euro. Ja, für ein Dreier-Set bezahlt man auf eBay zum Beispiel 199 Euro. Und ganz ehrlich gesagt, ich finde das ekelhaft. Kotzt mich an. Wir haben bei uns im Angebot die Masken rausgenommen. Wir wollen dann nicht mitmachen bei dem Wucher. Für jeden anderen Geschäftsmann gönne ich euch. Macht eure Geschäfte. Wir machen das nicht. An alle eine Info. Also Coronavirus, ja, man schützt sich am besten davor, Hände gut waschen, ja. Ja, ist ein Virus. Also diese Masken, die ihr bei uns kaufen könnt oder wollt oder sonst wo, helfen da nicht. Masken werden in Asien getragen, um die Leute davor zu schützen, dass man sie ansteckt. Also wenn du einen Schnupfen hast, dann trägst du eine Maske und willst, dass der Virus nicht rausgeht. Aber es werden Masken bestellt mit Ventil, dann hilft das auch nicht. Dann macht ihr die Leute trotzdem krank. Und euch schützen vor dem Virus funktioniert mit so einer Maske nicht, ja. Weil von allen Seiten das reinkommt, die Luft, ja. Es hilft nur gegen bunte Popel, ja, zum Graffiti-Sprühen, super. Und dafür sind unsere Masken auch geeignet und dafür sind sie auch gedacht. Wir haben noch Masken bei uns im Laden, die haben wir jetzt behalten, werden wir nicht online anbieten, weil wir auch Workshops machen und wir wollen natürlich auch sicher gehen, dass wir ja unsere Teilnehmer schützen können, ja, vor giftigen Dämpfen. Aber dieser Corona-Wahnsinn gerade und auch die ganzen Hamsterkäufe, krass, also bin beeindruckt. Ja, also ich war gestern in der Metro, wow, Konserven sind alle weg. Wahnsinn. Also, ich verstehe ja Ängste und alles, aber man soll sich auch informieren, richtig? Ja, und an die Leute, die jetzt einen ekelhaften Wucher betreiben mit Masken, schämt euch. Ganz ehrlich gesagt, schämt euch. Und das ist meine Meinung dazu. Peace. Alright.